Jetzt muss ich mich erstmal daran gewöhnen, dass so viele Leute mir zuhören werden. Könnt ihr mich überhaupt hören? Meine Stimme trägt nicht so. Okay. Ich habe für über 30 Jahre in Silicon Valley gewohnt und gearbeitet. Ups. Und kann ich gleich zeigen. Das war ich als Teenager. Ich will nur sagen, ich hatte mal Haare. Und was mir passiert ist, wie ich die verloren habe, davon will ich jetzt ein bisschen erzählen. Ich bin mit knapp 21 mit zwei Koffern in die USA gefahren und bin vor knapp 4 Jahren mit zwei Koffern und einer Tasche wiedergekommen. Und für mich in meinem Kopf habe ich so wie so einen Grabstein von bis. Und das von und bis ist eigentlich nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist der Bindestrich. Was habe ich dazwischen gemacht? Als ich mit Marco gesprochen habe, haben wir fast eine Stunde gesprochen, wo ich durchgegangen bin, was ihr, und dann sagte er am Ende, du hast 15 Minuten, um deine 30 plus Jahre jetzt zu summieren. Dann habe ich mir also 3 Sachen rausgesucht. Das erste, ich habe für 14 Jahre am Stück eine Produktlinie repräsentiert in Silicon Valley. Und ich bin ein Teil der Babyboomers. Das heißt, ich suche Sicherheit. Und ich bin eigentlich viel zu lange in dem Job geblieben. Weil in der Zeit, wo ich mich für dieses Produkt entschieden habe und das Produkt gelernt habe, ich spreche später noch, wie ich überhaupt nach Silicon Valley gekommen bin. Aber dieses Produkt ist, also keiner kennt es, aber fast jeder berührt es, fast täglich. Also hier in Deutschland zum Beispiel, hat jemand schon mal ein Bahnticket gekauft? Die Bahnticket-Application läuft auf diesen Servern. Wenn jemand einen Mercedes oder einen Porsche fährt, das Produktionsleitsystem ist auf diesen Systemen. Das heißt, ich habe einen super interessanten Job gehabt. Es war der Traumjob. Ich war am Anfang 20-50% der Zeit unterwegs. Am Ende fast 80% der Zeit unterwegs. Dieses Produkt hat mich verschlungen sozusagen. Was ist denn parallel dazu in Silicon Valley passiert? In der Zeit, wo ich mich auf dieses Produkt für diese Firma konzentriert habe, sind diese verschiedenen Startups aufgesprungen. Das heißt, ich musste mir aufschreiben, Yahoo 95, eBay, dasselbe Jahr, VMware und so weiter. Mit zweien will ich eine kurze Geschichte erzählen. Meine Ex, ihr Cousin, der fährt heute einen Porsche und hat ein großes Haus und alles und sein Nummernschild heißt eBay One. Er war damals der Lagerarbeiter für Pierre Omidyan und hatte keine Lust mehr, ist weggegangen. Und Pierre kam zurück zu ihm und sagte, du solltest zurückkommen, weil da wird bestimmt irgendwas passieren. Und ich habe eBay ja sowieso, was machst du? Ich sagte, ja, ich schicke Pakete raus, das ist alles. Und der ist durch das Pakete rausschicken ein paar Jahre später Millionär geworden. Heute verstehe ich eBay immer noch nicht. Aber egal, das ist eine andere Geschichte. Ich habe Salesforce.com 1999 von der Firma gehört. Ich sage, eine Kontaktdatenbank? Ich habe eine Kontaktdatenbank, ich brauche da nicht das Ding. Und ich habe eine billigere, die ist doch viel besser. Hätte ich damals bei Salesforce angefangen oder bei eBay oder bei irgendeinem von diesen Firmen, wäre ich heute wahrscheinlich nicht hier über ein Fuck-up zu erzählen, sondern wäre ich irgendwo nebenan würde sagen, das ist mir nie passiert. Also, was ich daraus gelernt habe, ist, ich würde nie mehr 14 Jahre exklusiv bei einer Firma arbeiten. Einfach weil wenn man erstmal drin ist im System, die Beförderungen und die aufsteigenden Sachen, die kriegt man nur in ganz limitierten Dosen pro Jahr. Wohingegen, wenn man die Firma wechselt, selbst wenn man wieder zu der Firma zurückkommt, zwischen 25-50% Gehaltssteigerung und Titelsteigerung und so weiter. Das heißt, ich bin aus Bequemlichkeit und weil ich einfach das Netzwerk nicht ändern wollte und weil ich das kannte, bin ich da geblieben. Wie gesagt, Babyboomer, Sicherheit. Als nächstes harte Arbeit. Ich bin an harte Arbeit gewöhnt.
Und ich sage, wenn du hart arbeitest, dann wird automatisch das anerkannt und du kriegst denn deine Beförderung und du kriegst denn ein gutes Leben. Und ich habe eigentlich in Silicon Valley gut gelebt, weil das ist, wo ich herkomme. Ich komme aus Berlin, bin als kleiner Steppke aufgewachsen, habe nie was mit Technologie zu tun gehabt. Erzähle ich im nächsten Punkt. Und habe aber hart gearbeitet. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich habe bei dieser Firma als Zeitarbeiter angefangen für 2 Jahre. Und in den 2 Jahren habe ich teilweise 100 Stunden Wochen gehabt. Das heißt, ich bin nach Hause gekommen, als meine Familie schon geschlafen hat und ich bin wieder zur Arbeit gegangen, bevor sie aufgewacht sind. Für Wochen am Stück. Und als Zeitarbeiter kriegt man ja nach gewisser Zeit kriegt man ja 1,5-fach, 2-fach, 3-fach. Ich habe sehr gut verdient. Ich hatte ja auch keine Gelegenheit, das Geld irgendwo auszugeben, weil ich ja immer nur auf Arbeit war. Aber durch diesen Job ist meine 14-jährige Karriere gestartet. Würde ich heute, was ich daraus gelernt habe, ist, hart arbeiten ist schon gut. Aber wenn du nur hart arbeitest, das Einzige, was harte Arbeit bringt, ist mehr harte Arbeit. Das heißt, Erfahrung oder Verantwortung zu übernehmen, ist schon wichtig und würde ich auch heute noch machen. Aber die Verantwortung übernehme ich nur für eine gewisse Zeit und dann will ich aber auch was dafür sehen. Was mir passiert ist, ist, dass zum Beispiel mein Gehalt für, nicht nur meins, aber für die Firma, für eine 5-Jahres-Zeit eingefroren wurde, wo man einfach nur viel, viel, viel gearbeitet hat für dasselbe Gehalt. Und wenn man die Inflationsrate dazu nimmt, das heißt, jedes Jahr ging deine Kaufkraft mit dem, was du verdient hast, weiter runter. Also, hart arbeiten, ja, aber nur für eine gewisse Zeit und dann aber auch dafür belohnt werden. Und nicht nur, hast du toll gemacht. Übrigens, wir haben noch 2 andere Projekte für dich. Glaube nicht. Der Grund, warum ich hier stehe und warum ich über einen Fuck-up spreche, ist dieser letzte Punkt. Und das ist, ich war und habe die Reaktion immer noch, dass ich außengesteuert bin. Ich habe Ziele gehabt, aber die habe ich immer der Firma untergeordnet. Das heißt, ich bin viel gereist für die Firma. Ich weiß nicht, ob jemand hier kennt, Lufthansa hat doch diese verschiedenen Frequent Traveler, Senator und sowas. Ich war für 2,5 Zyklen Hon. Das heißt, ich bin mehr geflogen als die Crew. Ich war in San Francisco, aber in Bad Homburg hier in Deutschland, die Kollegen da dachten, ich wohne irgendwo in der Gegend, weil ich so oft da war. Ich war 2 bis 3 Wochen pro Monat unterwegs. Das heißt, wenn meine Frau mich angerufen hat und sagt, bringst du ein bisschen Milch mit auf den Weg zurück? Sie sagt, wo bist du denn? Ach, du bist in Zürich? Ah, geh zu Täuscher und bring mir Schokolade mit. Oder du bist in Stuttgart, geh nach Pforzheim, ich brauche meine Uhr, die muss gewartet werden. So war es für mich. Heute, was ich aus dieser Situation gelernt habe, ferngesteuert zu sein, man muss schon die Ziele der Firma aufnehmen. Aber man kann die Ziele der Firma nicht über seine eigenen Ziele setzen. Ich habe mich, nachdem ich zurückkam, mein Fuck-up wurde mir erst im Rückblick sichtbar, weil ich negativ mein Lebenseinkommen beeinflusst habe. Das heißt, indem ich für 14 Jahre bei einer Firma war, ist mein Einkommen stagniert und nur ganz langsam gewachsen. Ich habe außerhalb von Silicon Valley richtig gut verdient. Ich habe bequem 6-stellig verdient. Wenn ich es aber innerhalb der Silicon Valley sehe, war ich eigentlich, wenn ich mich sozial einordne, war ich obere Unterschicht mit meinem Einkommen. Und ich habe mich mal mit einem HR-Typen hingesetzt, ein Freund von mir in meiner Firma, an seinem letzten Tag. Und ich sage, nun zeig mir mal meine Akte. Und sein erster Satz, als ich mich mit ihm hingesetzt habe, sagt er, dir ist bewusst, dass du diskriminiert wurdest. Weil die Arbeit, die du machst, war auf Executive-Ebene. Und in meiner Gruppe, ich war in einer Gruppe von 10 Leuten, habe ich das niedrigste Einkommen gehabt. Bei weitem.
Aber ich war von den 10 Leuten auch am Ende die einzige Person, die übrig geblieben ist. Und dadurch habe ich dann die Welt geerbt. Und dadurch habe ich dann immer nur im Flieger gelebt. Das heißt, wenn mich jemand gefragt hat, wo wohnst du denn? Habe ich gesagt, 12a ist ein Fensterplatz. Den Fuck-up, von dem ich hier rede, ist nicht universal. Das heißt, ich habe ein tolles Leben drüben gehabt. Ich habe ein Haus gehabt, 400 Quadratmeter. Ich habe Autos gehabt, meine Kinder sind zur Privatschule gegangen. Ich habe richtig gut gelebt und ich habe die Welt gesehen. Ich war auf jedem Kontinent, mit Ausnahme vom Südpol, etliche Male. Ich habe auf der Rückreise in die USA, hat der Zoll mich immer gesagt, ich war heute in Europa, aber Sie haben ein Multi-Entry-Visa für Saudi-Arabien. Ich sage, ja, und ich bin Berliner mit der Berliner Schnauze. Was haben Sie denn da gemacht? Und was ich sagen wollte, war ein Training-Camp. Aber das konntest du ja nicht sagen, sonst wäre ich ja Guantanamo jetzt. Aber es bleibt vieles auf der Strecke. Das heißt, die Erfolge, die man hatte, das ganze Materielle, das ist toll. Aber beruflich, familiär, auf jeder Ebene habe ich das Bild, das ich am Anfang gezeigt habe. 2 Koffer hin und mit 2 Koffern und einer Tasche zurück. Und die Tasche ist im Grunde genommen bloß die Erfahrung, die ich gehabt habe. Aber finanziell, auf jeder Ebene war ich wieder unten. Was mich gerettet hat in dem Ganzen, ist, dass ich mich nie mit dem Geld oder mit dem Titel oder mit den Produkten identifiziert habe. Wenn mich jemand gefragt hat, wer bist du, was machst du? Musste ich erstmal fragen, was meinst du, was mache ich? Privat, ich bin Sportler, ich liebe Marathonlaufen, ich esse gerne. Nee, beruflich. Ja, ich bin heute Marketingmanager für das und das, aber das ist ein Teil von mir. Als das alles zusammengekracht ist, hat dieser Teil von meinem Leben geschmerzt. Aber ich war noch ganz. Das heißt, meine Familie ist weg, weil meine Ex diesen Lebensstil nicht loslassen konnte. Für mich ist es nicht wichtig, ob ich 15.000 pro Monat verdiene oder ob ich 1.500 pro Monat verdiene. Ist egal. Solange wie ich das mag, was ich mache, definiert mich das Geld nicht. Und letztlich hat mich bei meinem Fuck-up, den ich dann entdeckt habe, den ich erkannt habe, da kann ich jetzt sagen, ich fange jetzt wieder neu an, weil ich gut bin. Was ich da gemacht habe, waren ein paar kritische Fehler. Das Leben, das ich hatte, wenn ich das jetzt nochmal wiederholen müsste, würde ich auf jeden Fall wieder machen. Nach Kalifornien zu gehen, nach Silicon Valley zu gehen, Silicon Valley am Anfang gar nicht mal zu verstehen, die ersten 10 Jahre nichts mit Tech zu tun haben wollen und dann sagen, if you can't beat them, join them. Und dann habe ich ein tolles Leben gehabt und dasselbe suche ich jetzt hier. Ich brauche Kalifornien nicht mehr. Ich brauche USA nicht mehr. Die Welt steht mir immer noch offen. Selbst wenn diese Erfahrungen ein bisschen schmerzhaft waren, aber das hat mich ja zu dem gebracht, was ich heute bin. Und deswegen kann ich hier vorne stehen und sagen, ich habe erfolgreich die USA überlebt und habe tolle Sachen erlebt. Und jetzt stehen noch ein paar tolle Sachen vor mir. Danke. Danke, Mike.